So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Ja, viele von euch haben ja gesagt, sie möchten auch mal was zum dritten Teil sehen. Jetzt zeige ich euch was zum dritten Teil. Ja, das ist natürlich aus der Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogie. Da gibt es ja die drei Teile, die gibt es immer wieder im Angebot und es ist auch wirklich das Beste, was man sich als Naruto-Fan holen kann. Es ist wirklich richtig gut und ja, gibt die drei Teile da drin. Man kann sich natürlich auch die Legacy Edition holen und in der Legacy Edition hat man dann noch den vierten Teil mit drin, wo dann eben die Geschichte noch weiter erzählt wird und da ist dann auch der DLC dabei, wo man Boruto spielen kann. Ja, jetzt hier Teil 3 geht natürlich nach Teil 2 weiter und nachdem Konoha zerstört wurde und wieder aufgebaut ist, müssen Naruto und seine Freunde natürlich weiter im Abenteuer vorankommen und ihr habt wieder die Möglichkeit in den verschiedenen Bereichen in der Welt dann natürlich dann voranzuschreiten und das Coole ist, man hat dann auch wieder die Möglichkeit hier sich frei zu bewegen zwischen den Story Parts. Und da seid ihr dann in Konoha unterwegs oder auch in anderen Regionen im Spiel. Und das finde ich persönlich richtig cool, weil es eben dem Spiel wieder diesen Erkundungsfaktor gibt und man kann dann auch mit verschiedenen Personen in der Stadt oder in der Welt reden und dann erfährt man halt etwas über die verschiedenen Personen oder etwas zur Geschichte oder ein paar Nebencharaktere, die dann noch mit, dann erzählt werden und das finde ich richtig toll, denn die Spiele sind einfach super gemacht, da kann man wirklich nichts sagen, die Spiele sehen toll aus und jeder Teil immer besser, Teil 4 ist dann schon fast nahezu Anime, also wieder Anime, also ich finde, was da grafisch abgeht, ist wirklich Wahnsinn und wo die sich dann von Teil zu Teil immer mehr gesteigert haben und dann halt, ja, die Grafik immer besser wurde und die dann fast aussehen wie der Anime, kann man sagen. Und auch was das Gameplay angeht, gibt es natürlich hier wieder die Kisten, die man öffnen kann, da wo dann verschiedene Items drin sind und in verschiedenen Missionen ist es dann auch so, dass man das machen muss, wie zum Beispiel jetzt hier, wo wir dann die Vogelhäuser bauen müssen. Und da gibt es dann auch verschiedene andere Nebenmissionen, die man machen kann. Also man hat nicht nur die Hauptmission, der man folgt, man kann auch diese Nebenmission machen. Und da kriegt man dann eben Karten oder verschiedene Items, die man dann für die Hauptkämpfe brauchen kann. Es gibt wieder die Geheimereignisse in Kämpfen, wo man dann Spezial-Story-Elemente freischaltet. Man hat die Möglichkeit im dritten Teil dann den Legenden- oder den Heldenweg zu gehen. Je nachdem, welchen Weg man geht, verändert sich dann auch die Geschichte und die Art, wie man das Spiel spielen kann, je nachdem, wie schwer es dann auch ist. Und das ist auch eine coole Neuerung in Teil 3. Ansonsten ist natürlich das Gameplay so, wie man es kennt. Man hat wieder die Kämpfe, die richtig gut inszeniert sind. Die Story ist richtig toll und es wird natürlich super erzählt durch die ganzen Zwischensequenzen und durch das, dass die Grafik natürlich ihr Übriges dazu tut, dass es eben wie der Anime aussieht und diese Geschichte eben so gut miterzählt. Es gibt auch Elemente, die der Erfinder von Naruto eben gesagt hat, die im Spiel sind, also in diesen Spielen sind Elemente drin, die nicht in der Serie vorkommen, was auch cool ist, da hat er natürlich mitgewirkt und hat dann diese Elemente mit eingebaut, also es ist sogar gut, wenn man die Serie schaut, die Anime-Serie schaut und dann die Spiele spielt, denn dann erfährt man Dinge, die man in der Serie gar nicht erfährt oder mitbekommt, die erfährt man dann in den Spielen und umgekehrt genauso. Das finde ich auch richtig cool und da haben die wirklich einen super Job gemacht und wie gesagt, ich finde die Trilogie ist natürlich das Beste, was man sich als Naruto-Fan holen kann, weil dann Naruto 1 drin ist, dann Ultimate Ninja Storm 2 und 3 natürlich. Und wenn man sich die Legacy Edition holt, eben dann auch der vierte. Ja, wir werden jetzt mal in eine Zwischensequenz reinschauen und dann danach werde ich dann wieder zu euch sprechen. Und ich finde persönlich das Spiel einfach richtig gut. Ja, wir schauen jetzt mal rein in die Zwischensequenz und dann hören wir uns dann später wieder. Viel Spaß. Let's see, how many balls should I eat today? Kakashi Sensei's paying, so the sky's the limit. There you are. Hey, I've been looking for you. Kiba, what's the matter? Listen up and just stay calm. All right,
Lady Tsunade has been dismissed as Hokage. Huh? The sixth Hokage is some guy named Danzo. I don't know him, but apparently he's pretty shady. Did you say Danzo? But Danzo is Sai's boss, right? Right. And he's also the guy who plotted a conspiracy with Orochimaru. And that's not the only shocker. The sixth Hokage declared Sasuke a rogue ninja and issued a decree permitting his disposal. He what? What do you mean? This is still just a rumor, all right? I don't know anything for sure. But it sounds like Sasuke joined up with the Akatsuki and did some damage to a hidden cloud ninja. Sasuke? In the Akatsuki? Why? What's he doing there? How should I know? I don't get it either. If he's crossed a hidden cloud ninja, the Raikage won't just let it slide. And Sasuke's a rogue ninja to begin with. Standard operating procedure is to erase him. It was only Lady Tsunade's benevolence that was indulging us to settle this privately. I'm gonna go talk to Danzo. I'll go too. Wait. Your barging over there won't solve anything. But if this happens, then Sasuke's... Yes, and that's why I'm telling you to wait. This is the one time you need to stay cool and collected. Danzo is expecting the both of you, particularly you, Naruto, to act rashly, in anger. If you rush in yelling, you'll be playing right into his hands. He'll have you confined here and you won't be able to do a thing. Then what are we supposed to do? Just calm down. First, we need to get the details. Then we can act. It won't be too late. For now, grit your teeth and calm down. Got it? Yes, we get it. So, Danzo, you've finally begun to make your move. Lord Danzo, everything's ready. Fine. My time has come. I've spent so long in the darkness, and I finally received my chance. Sarutobi, I'll establish my ideal ninja world by my own methods. The upcoming Five Kage Summit, it must not be allowed to fail. Fu, Torine, do not forget that. Sir. We're moving out. Chapter 1, the Five Kage Summit. Just calm down. First, we need to get the details. That's what Kakashi-sensei said, but I really can't just... Okay. So, ihr habt's gesehen, richtig schöne Zwischensequenz, das wird natürlich alles super erzählt. Man kann im Spiel auch auf Japanisch stellen, man kann die Stimme auch auf Japanisch stellen, was natürlich auch für viele Fans wichtig ist, denn viele gucken das ja in Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und auch ich mache das natürlich gerne, ich habe es jetzt aber hier auf Englisch gehabt. Leider habe ich meine Speicherung nicht mehr, denn die ist verloren gegangen auf den Übergang zu PS5, habe ich die irgendwie nicht mitnehmen können oder irgendwie ist die halt abhanden gekommen. Deswegen hätte ich euch dann etwas weiter im Storyverlauf zeigen können, was da alles noch dann für Bereiche sind. Jetzt gehen wir aber mal kurz raus, denn ihr habt noch die Möglichkeit, nicht nur das Abenteuer zu spielen, sondern natürlich auch online zu kämpfen und dann auch freien Kampf zu machen, wo man dann gegen seine Freunde spielen kann an einem Bildschirm. Man kann dann auch die Computer kämpfen lassen, man kann Turniere machen. Und dort gibt es natürlich wieder eine richtig große Auswahl an Charakteren. Ihr seht jetzt hier im Menü, da kann man dann durch die verschiedenen Bereiche dann durchschalten und kann dann eben auswählen, was man da haben möchte. Und ich finde es persönlich richtig cool, denn da hat man wieder die Möglichkeit, dass man eben mit seinen Freunden zu Hause spielt,
Man kann dann auch den Computer spielen lassen oder eben dann gegen den Computer selber spielen. Man kann Turniere veranstalten, was ich auch cool finde, denn sowas ist immer cool, wenn ein Spiel sowas bietet, dass man zu Hause eben sein Turnier spielen kann oder Turniere spielen kann mit Freunden. Finde ich auch cool. Und hier gibt es natürlich die ganze Auswahl an Charakteren. Durch die Story schaltet man natürlich noch weitere frei, die dann hier in der Auswahl erscheinen. Aber dadurch, dass man jetzt ja der dritte Teil ist, gibt es hier auch andere dann Charaktere, die in den ersten zwei Teilen nicht dabei waren. Die kann man dann hier wählen. Je nachdem, welchen Charakter man hier wählt, hat man dann auch verschiedene Attacken und verschiedene Spezialangriffe. Auch was die ganzen Level angeht, kann man hier verschiedene Arenen auswählen. Und dann natürlich dort dann spielen. Ja, und so ist es natürlich wie immer. Man kann dann mit X wieder rumspringen, mit Kreis angreifen. Und dann hat man wieder die Ausweichattacken oder dass man halt eben ausweichen kann mit R2. Und ja, ich finde es persönlich richtig gut, wie das Kampfsystem gemacht ist. Es ist ja ein sehr 3D-artiges Kampfsystem, weil man sich frei in dieser Arena bewegen kann. Was natürlich dann auch das Ganze noch ein bisschen cooler macht, weil es ist nicht einfach nur von links nach rechts oder so, sondern man hat hier wirklich diese dynamischen Kämpfe und Sasuke haut mir gerade richtig einen auf den Latz. Aber gut, ich habe jetzt nicht allzu oft in letzter Zeit das Spiel gespielt, weil es so viele andere neue Spiele gibt, die ich dann auch behandeln muss, aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel, macht mega Spaß und klar, wenn man dann mal eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat, muss man sich wieder ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann macht es wirklich richtig Spaß. Vor allem die Attacken in dem Spiel, die sehen einfach super aus, die sind unfassbar gut dargestellt, vor allem die ultimativen Attacken. Also die, da meint man wirklich, der Bildschirm explodiert und das ist richtig cool. Man hat dann auch die Möglichkeit, dass man eben Teamkämpfe macht mit mehreren Charakteren oder dann eben alleine, so wie ich es hier jetzt ausgewählt habe. Und dann hat man hier die Möglichkeit, auch Teamangriffe zu machen. Und ja, es ist ein richtig gutes Spiel, macht wirklich riesengroßen Spaß. Baut natürlich auf den, zweiten Teil auf und hat viele neue Features drin, die das Spiel natürlich noch besser machen. Es gibt natürlich einen oder anderen, der dann gemeint hat, dass der dritte Teil nicht so gut ist wie der zweite und der vierte dann der absolute Höhepunkt der Reihe ist. Ja, das ist natürlich so, also für viele so, für mich ist es jetzt nicht so. Ich finde auch Teil 3 richtig gut, aber das Coole ist natürlich, dass man dadurch, dass man dann die Trilogie hat oder die Legacy Edition, hat man dann sowieso alle vier Teile und dann kann man sich selber seine Meinung dazu bilden. Jetzt habt ihr gesehen, wenn man die Leiste voll macht, dann kann man sich dann auch verwandeln. Macht natürlich mehr Schaden, nur ich hatte natürlich jetzt vorher schon richtig viel Schaden bekommen. Ja, aber wie gesagt, Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst ist natürlich wieder ein richtig gutes Naruto-Spiel. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, diese Trilogie sich zu holen. Oder die Teile kann man sich auch einzeln holen. Und dann hat man eben jeden Teil für sich. Das kann man entscheiden, wie man möchte. Wenn man die Trilogie hat, kann man zwischen drei Teilen auswählen. Da kommt man dann in so ein Menü, wo man dann alle drei Teile auswählen kann. Und dann hat man eben das ganze Paket. Oder man kauft sich die Legacy Edition, wo dann wirklich alle vier Teile dabei sind. Ja, ich werde mir natürlich nochmal dann die Trilogie separat in einem Video vielleicht nochmal anschauen, wo ich dann nochmal alle drei Teile zeige. Das werde ich eventuell nochmal machen. Auch Teil 4 werde ich natürlich auch mal reinschauen. Und ja, das soll es dann auch mit dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich kann euch nur empfehlen, euch die Spiele mal anzuschauen. Und dann würde ich natürlich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.